So Leute, herzlich willkommen zu meinem Follow Me Around, das ich leider total verkackt habe. Aber nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, erzähle ich euch ein wenig, wie es war, bringe euch das Ganze etwas näher, sodass ihr euch selbst reinsteigern könnt. Und werde unten ein klein wenig zocken. Da kann man so ein bisschen nebenbei noch drauf schauen. Werde das Ganze nicht kommentieren, da ich das separat aufnehmen werde. Also, die Videodays in Berlin waren im Großen und Ganzen eigentlich ganz toll. Über die Organisation lässt sich natürlich streiten. Wir sind ja am Tag vorher schon angereist. Die Fahrt war natürlich ganz schön heftig, denn wir sind etwa 9 Stunden gefahren, bis wir endlich dort in Berlin waren. Eigentliche Fahrzeit 6 Stunden, doch aufgrund von Staus und den schlechten bis richtig dreckigen Wetterverhältnissen hatte das Ganze sich etwas länger hingezogen. Aber wie wir also sind, für euch tun wir das. Dann endlich in Berlin angekommen, haben wir unser Hotel erstmal eine ganze Zeit suchen müssen, haben es dann Gott sei Dank gefunden, konnten dann Gott sei Dank schlafen, konnten dann Gott sei Dank am nächsten Tag pünktlich in Berlin, in der Berlin Arena oder wie auch immer das genau heißt, aufschlagen. Da kam es dann zu gewissen Problemen. Den YouTuber-Ausweis schien es dort nicht wirklich für jeden Mann zu geben. Und deshalb haben wir den ersten Tag eigentlich komplett in der Halle verbracht, konnten nicht Backstage, gar nichts. Haben uns natürlich gut mit euch unterhalten, was ich sehr schön fand, mal euch alle gar wieder live zu sehen. Haben, wie eigentlich meistens, Fotos, Autogramme, Umarmungen, Gespräche, alles so miteinander geführt. Und dann um etwa, ich glaube, 12 oder 1 oder so, kam dann der nächste tolle Kick. Und zwar wurde dann die Halle geräumt und danach kam dann der zweite Teil des ersten Tages. Wir, natürlich ohne YouTuber-Ausweise, wurden rausgeschmissen, konnten uns dann schön außen wieder ganz am Ende der verschissenen Schlange anstellen. Das Krasse ist natürlich, nicht nur ich und Lea Marie haben keine YouTuber-Ausweise bekommen. Tobi hatte natürlich einen, nebenbei erwähnt, sondern auch David. Der liebe, kleine, kuschelige Trommler hatte auch keinen Ausweis. Bedeutet, er wurde auch rausgeschmissen und konnte sich dann wunderbar schön draußen in die Menschenmasse stellen. Was natürlich für den lieben David ein wenig stressig war, da er natürlich etwa gefühlt alle 2,5 Sekunden angesprochen wurde wegen Bilder, Autogramm und. Der Vorteil bei ihm ist natürlich, er ist ziemlich groß. Was natürlich auch wiederum ein Nachteil sein kann, denn man konnte ihn einfach nicht übersehen. Der Vorteil an einem so großen Menschen ist natürlich, er kannte schön so richtig schön durchschwimmen. Das ist natürlich eine sehr, sehr tolle Sache. Dann, danach konnten wir wieder rein, hatten nach der Zeit richtig übelsten Kohldampf. Sind dann so etwa um 6, so zwischen 5 und 6 sind wir dann ab. Mit Jana, Julia, Lea und Felix sind wir dann was essen gegangen. Ein schönes kleines Restaurant namens Pasta. Dreimal könnt ihr raten, was wir da gegessen haben. Brot, nein, natürlich Pasta. Und danach kam dann die größte Tortur an diesem Wochenende. Und zwar wollten wir dann so schön zur Straßenbahn. Komischerweise waren die Straßen total überfüllt. Überall Polizisten, die haben noch gedacht, sag mal, what the fuck, was ist hier los? Ist ja Partytime angesagt? Oder so. Und dann wussten wir natürlich, was war. 1. Mai, Demos. Auf einmal sind Böller geflogen, dann wurden wir von den Polizisten halber so in die Straßenbahn reingetrieben, so. Wurden dann erstmal in die falsche Richtung gekarrt, da die andere Richtung gesperrt war wegen Krawallen, wurden wir dann erstmal nach Kreuzberg geschifft, was ich natürlich auch wieder sehr toll fand, weil ich gedacht, das macht die Situation insgesamt auch nicht viel besser, denn dort war es genauso. Dort konnten wir dann runter über die Straße, quer durch die Polizei uns kämpfen, auf der anderen Seite wieder hoch, wieder in die andere Straßenbahn und wieder zurück in die eigentliche Richtung, die wir mussten. Dort sind wir mal kurz noch ans Matrix gelaufen. War ja auch gerade an der Haltestelle, wo wir raus mussten. Haben gedacht, ey, komm, nur kurz Matrix gucken. War natürlich nur der Hintereingang, aber das ist ja Wurst. Dann im Hotel wieder angekommen, waren wir ziemlich fertig. Haben uns dann erstmal aufs Ohr gehauen, so ziemlich. Der zweite Tag hatte richtig schön begonnen, so motiviert aufgestanden. So, yay, ab geht's. Und sind wir dann zur Halle gefahren, da haben wir dann Gott sei Dank endlich einen YouTuber-Pass bekommen, ich und Lea Marie. Konnten dann Backstage, haben dort ein bisschen gechillt,
Dann waren wir eigentlich zum Großteil im Backstage-Bereich essen. Zwischendrin sind wir immer wieder ein bisschen rausgeschlichen in die Halle, haben uns dort die Show angesehen. Wir konnten ganz vorne an die Bühne direkt. Das war ganz cool gemacht von den Jungs. Wir sind aber auch nicht so lange geblieben, denn wir waren ziemlich kaputt nach einer Zeit. Natürlich haben wir uns noch den Auftritt von Bad Adam angeschaut, weil das muss natürlich sein. So etwas soll man nicht verpassen, so ein Release. Das ist immer ganz cool. Ja, dann sind wir heim, haben nochmal geduscht und so weiter und fertig gemacht für die Aftershow. Auf der Aftershow haben wir gut gefunden. Ja, und dann haben wir tatsächlich ein Knöllchen bekommen, weil wir uns natürlich genau mittig ins totale Park- und Halteverbot gestellt haben. Aber ich meine, shit happens, das hat es natürlich gelohnt. Ja, auf der Aftershow war es eigentlich auch soweit ganz witzig. Haben auch einige interessante Gespräche geführt, unter anderem mit Tattle. Das war echt ein richtig cooler Abend, auf jeden Fall noch. Am nächsten Tag, ja, gab es natürlich nicht mehr arg viel. Wir sind dann natürlich einfach ins Auto und dann nach Hause gefahren. Die Fahrt waren wiederum 9 Stunden. Auch genau aus denselben Gründen. Stau, Regen. Na gut, nein, Regen war keiner da, oder? War Regen da? Ja, und dann waren wir auch schon wieder zu Hause. Das Wochenende ging wirklich ziemlich schnell vorbei. Es war ein bisschen schade, ich wäre gerne noch ein bisschen länger geblieben. Berlin ist echt eine coole Stadt. Aber was soll's, wir müssen natürlich dann auch wieder arbeiten, unser eigentliches Leben weiterführen. Es war ein schöner Ausflug. Mal sehen, wie es dieses Jahr in Köln wird. Ich denke, schon auch wieder Weltklasse. Ja, vielleicht sieht man sich dann in Köln. Auf jeden Fall tut es mir leid, dass es kein richtiges Follow Me Around geworden ist. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst doch einen Daumen oder so da. Am Mittwoch werde ich eine Challenge wieder mit Tobi hochladen. Das war soweit von mir. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut und haut rein.